Wie spät haben wir es? Warte, wir können ja mal kurz hier eine kleine Einblendung machen. Warte mal, ich mach mal so und dann sieht man das vielleicht. Wir haben es jetzt 23.34 Uhr, wir waren alle lange arbeiten heute. Ja. Was für lange arbeiten? Ja, du warst in Rom, Alter. Hör mal auf. Viele Wege führen nach Rom, deswegen das Video muss jetzt fertig kommen. Ja, und deswegen fangen wir jetzt auch an. Moin, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gucken wir uns mal an, wie man, nein, nicht wie man, sondern, wie sagt man das jetzt am besten? Die Stromproblematiken, darauf gehen wir ein, die ich im letzten Video schon erwähnt hatte. Wie ihr seht, ist eine andere Batterie drin, die ist aktuell noch lose. Das hat aber einfach nur den Grund, weil ich keinen richtigen Pluspol mehr habe. Und deswegen musste ich auch eine neue Lichtmaschine einbauen. Nein, wie in dem letzten Video schon erwähnt, habe ich an dem Wagen ziemlich Stromprobleme. Unter anderem ist der Pluspol, wir gehen mal in Brübel. hier ist das neue Kabel. So, wir haben hier ein kaputtes Kabel. Ja, das ist kaputt, weil es immer warm geworden ist. Ich gehe davon aus, dass hier drin die Verkrimpung nicht mehr richtig ist. Das heißt, das Kabel hat etwas höheren Übergangswiderstand, nennt sich das, zu dem Pluspol. Und deswegen ist der warm geworden, das hat sich aufs Kabel übertragen und deswegen fehlt auch die Isolierung, also die konnte man einfach so abziehen. Die liegt hier so ein bisschen auf dem Boden rum. Und das ist der Grund, warum ich keinen Pluspol mehr habe. Theoretischerweise kann man es natürlich noch nutzen, aber braucht man natürlich nicht. Der Kabelbaum ist jetzt neu. Ich hatte schon mal ein Video über genau den Kabelbaum gemacht, deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal zeigen. Da ist jetzt einfach nur das Pluskabel auch noch neu. Alles andere ist so geblieben wie vorher. Und im gleichen Zuge habe ich auch vom Astra H die Lichtmaschine eingebaut. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Ich habe erst nur die Lichtmaschine eingebaut. Und da muss man, das ist wirklich wichtig, der XLR hat keinen Freilauf an der Lichtmaschine. Und da mache ich eine kurze Einblendung, da erkläre ich kurz, was damit genau gemeint ist. Und der Unterschied bei denen ist erstmal die Ladeleistung und leider Gottes auch der Größenunterschied. Aber wenn man jetzt sich die mal anguckt, sehen die Räder auch anders aus. Ne? Also hier ist so eine freie Fläche und hier nicht. Und es kann gerade auch sein, dass die aus dem Astra F ist und die andere, die im Regal liegt, wäre eine richtige für den. Aber der Astra H, der hat einen Freilauf. Das heißt, man kann die Lichtmaschine festhalten, innen drin. Ne? Also hier ist so ein Lüfterrad drin, da kann man festhalten und dran drehen. In eine Richtung nur. Das dient dazu, wenn der Motor hoch dreht und man schaltet einen Gang hoch, fällt die Motordrehzahl ja ab. Und normalerweise müsste dann über den Riemen die Lichtmaschine mit abgebremst werden. So, hier hat man aber den Freilauf und dadurch kann die Lichtmaschine noch frei drehen. Ne, das heißt, die Lichtmaschine dreht dann noch einen kurzen Moment, also es dürfte wirklich nicht lange sein, aber durch Eigenrotation dreht die halt dann noch ein bisschen schneller und wird nicht so hart abgebremst. Das heißt also, das ist ein bisschen entspannter für die Welle und sowas. Und da habt ihr jetzt gerade gesehen, dass man die Riemenscheibe festhalten kann, beziehungsweise das Lüfterrad, und dann kann man die Riemenscheibe halt in eine Richtung trotzdem drehen, einfach nur wenn man schaltet, dass die Lichtmaschine noch ein bisschen nachrotieren kann. Das hat ein bisschen was mit Trägheitsmasse zu tun, dass sie das macht und auch kann. Und ist auch ein bisschen Entlastung für den Riemen, würde ich sagen. Ansonsten, weißt du sonst noch jemanden Grund für? Wenn du mal einen Kolbenfresser hast oder so, dann red dir direkt weiter. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Nein, weiß ich nicht, vielleicht beim Auto ausmachen, dass die Lichtmaschine nicht so einen Ruck kriegt, dann kann ich noch frei drehen, weiß ich nicht. Die hat auf jeden Fall mehr Ladeleistung, wie viel genau weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich meine, dass die aus dem Astra H OPC 140 Ampere haben und darin war glaube ich eine 80er, 90er, irgendwie sowas, vielleicht auch 100. Irgendwie sowas, also ein bisschen mehr Ladeleistung ist nicht schlimm, gerade weil der Wagen halt eigentlich nie Langstrecke macht. Und dann mit der kleinen Batterie, das könnte halt ein bisschen problematisch werden. Der Kollege guckt gerade nach und dann kann ich euch auch nochmal einen Fehler an der alten Lichtmaschine zeigen. Ne? Ist das normal, dass sie sich so scheiße an? Hör mal. Da komme ich doch jetzt zu, verdammt. Ist gut. Du hältst deinen Schnauze.
Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Genau, immer flockig bleiben. So, diese Lichtmaschine hier war immer verbaut. Und wenn man jetzt mal ganz genau hinhört, die hört sich erstmal nicht mehr so gut an. Deswegen habe ich die getauscht. Aber Ladeleistung wird die wohl noch haben, aber auf Dauer würde die auch kaputt gehen. Bei der anderen, die ist auch gebraucht, ist mir bewusst, ist mir aber wurscht. So, aber Problem war, der Wagen hat immer so ein Rasselgeräusch gemacht. Und wenn ihr jetzt mal eben, naja, jetzt hat man schon gesehen. Super Fail. Ja, das ist ein bisschen wie, was hast du im letzten Video gesagt? Salami in der Turnhalle. Salami in der Turnhalle, das, also das heißt, die Schraube kann man da einfach so reinschieben, weil in dieser Hülse hier ist das Gewinde nicht mehr wirklich da. Ne? Also da kann man so eine Schraube einfach auch von der anderen Seite reinstecken. Und die Hülse ist dazu da, um den Halter einzuklemmen. Und wenn man die Lichtmaschine von einem Halter runter haben will, dann geht das immer ziemlich schwierig, obwohl die Schraube, also die ist raus, gelöst, wie auch immer. Und am besten ist das, wenn ihr die einfach, sagen wir mal hier so ein Zenti oder zwei rausgucken lasst und dann einmal mit dem Hammer einen leichten Schlag drauf geben, dann rutscht nämlich die Hülse rein. Also ich würde es gerne vormachen, aber es geht gerade an dieser Stelle nicht, weil da kein Gewinde mehr ist. Und dann wird zwischen der Platz einfach wieder ein bisschen mehr und dann läuft das wieder. Hier ist noch der Halter für die neue Batterie. Die ist tatsächlich auch gebraucht. Da muss ich mir aber noch ein bisschen was überlegen, wie ich das mache. Ob ihr das in diesem Video noch seht, weiß ich nicht. Vielleicht wird es gleich auch so lang, neues Video, dass das schon wieder funktioniert. Und dann machen wir eine kleine Bastelstunde nächstes Mal. Dann bauen wir mal einen Batteriehalter für den Halter. Oh, weiß ich nicht. Schön sauber gekantet aus Edelstahl wäre auch nett. Oder Alu. Oder leicht. Oder leicht. Ja. Wenig Gewicht, aber vor der Achse ist Pulver. Gut. Für den Wagen, genau, da das Pulver. Pulver. Ja. Auf den Insider kommen wir vielleicht irgendwann nochmal im Sommer. Wenn gepulvert wird. So eine Mehrfrühwoche wäre mal lustig. Marcel, du bist Kameramann, du musst immer darauf achten, dass wir irgendwann wieder einen goldenen Faden finden. Woran? In dem Videoverlauf. Ne? Wo waren wir? Also jetzt von Mofa-Tuning wieder zurück zur OPC. Ja, wir waren mit der Hülse hier. Ja, Mofa also irgendwann mal, wenn der. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ich wollte nur gucken, ob die Hülse. Also das mit der Hülse haben wir jetzt geklärt. Ja, wie gesagt, die Lichtmaschine hier hat keinen Freilauf, die andere hat einen. Der baut dann weiter auf und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Das hier ist der Halter. Moment, jetzt muss ich eben selber gucken. Der sitzt. Jetzt stehe ich gerade selber davor und weiß nicht. Der sitzt so im Auto. So sitzt das im Auto. Hier oben ist das auf Ansaugbrücke verschraubt und hier unten geht das an den Zylinderkopf, da ist ein Wasserkanal. Da wird das verschraubt. So, da der hier aber vom XER Original ist und die Lichtmaschine hier nicht so weit aufbaut, weil die Riemenscheibe deutlich näher am Gehäuse ist, passt dieser Versatz hier nicht mehr. Das heißt, man muss auch den Halter, den unteren Halter und eigentlich auch dieses Blech, was da noch so weggeht, vom LEH nehmen. Das Blech passt aber von der Verdrehung her nicht. Deswegen muss man ein bisschen gucken, ob man sich da was selber bastelt. Oder man sagt, nee, so ein massives Eisending hier funktioniert nur für eine Lichtmaschine. Ich werde es testen. Wenn es nicht hält, berichte ich. Wenn es hält, super. Hier, die Kollegen haben mich gerade darauf hingewiesen, es wäre, glaube ich, doch ganz nett, mal zu zeigen, wie der Halter da grob drin sitzt. Also ganz grob. Die Streben hier sind unterschiedlich lang. Da muss man einmal drauf achten. Soweit ist das ja noch alles klar. Diese Platte kommt hier dann so zwischen, was ich persönlich tatsächlich sehr schick gelöst finde. Also hier, man kann so einen Hohlraum von der Batterie auch echt schlechter nutzen. Und dann kommt hier einfach noch so ein Blech mit Logo drauf. Soll jetzt nicht heißen, dass das irgendwie gesponsert wurde. Die habe ich gebraucht gekauft. Die war relativ günstig, ist schön leicht. Aber der Hersteller kann sich ja gerne mal melden. Ja, also macht schon ein bisschen was her. So sieht das natürlich ein bisschen Käse aus, so eine Mini-Batterie in so einem riesen Halter zu haben. Und der ist dann auch noch kaputt. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr. Das fliegt noch raus, da bastel mir ein bisschen was. Ich denke, im nächsten Video, weil das wird jetzt wahrscheinlich schon sehr lang,
Wie lange filmen wir schon? Ja, 18,5 Minuten. Super. Nein, wir haben gerade relativ lange rumgekaspert, deswegen verliert man ganz gerne mal so ein bisschen den Faden. Wie gesagt, Batterie kommt noch rein, Stromprobleme sind endlich im Griff, Lichtmaschinentechnik auch, also ich habe es gerade schon ausprobiert, die hat passende Ladespannung da, ob das alles unter Laster noch funktioniert, müsste man noch testen. Werden wir testen, werde ich testen wahrscheinlich, irgendwie, wie auch immer. Oder wir, oder ihr, oder er. Oder ich glaube, der muss vor die Kamera, der will erklären. Wir wechseln jetzt noch Anlasser an dem im letzten Video angesprochenen 75 PS brutalen Astra G mit Spoilerus. Oh, muss er. Ja. Ist halt eine Wurstbrücke, was soll ich machen? Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video trotz viel Quatsch hin und her ein bisschen was mitnehmen. Und deswegen sage ich, bis nächsten Samstag, schaltet wieder ein. Wie immer, 12 Uhr, nicht vergessen. Immer Däumchen hoch, wenn ihr Bock habt. Hey, lass mal ein Abo da! Das war jetzt seine Meinung. Bis Samstag. Ciao.